Hallo Leute, heute kommt mal ein neues Video über das Thema Barrierefreiheit. Heute wollen wir gucken, ob diese Kürze hier barrierefrei ist. Später werden wir noch gucken, ob drinnen barrierefrei ist. Wenn man mal hier runterschwenke tut, hier ist eine wunderschöne Rampe für Rollstuhlfahrer. Also heißt, Rollstuhlfahrer können schon ohne Probleme in diese Kürze reintreten. Und jetzt filmen wir gleich noch drinnen etwas weiter und filmen da vorne gleich noch weiter, sag ich mal, bis gleich. So, jetzt wollten wir gucken, ob der Bereich von dieser Kürze hier auch barrierefrei ist. Ist ja ein Teil von der Kürze, wenn man mal hier kurz runterschwenken tut. Leider ist da ja keine Rampe gebaut, ist ja eine kleine Stufe. Also da sollte man schon Verbesserungsvorschläge machen. Innen drin gibt es, soweit ich weiß, keinen Aufzug. Für Menschen mit Rollstuhlfahrer ist dies etwas blöd. Sollte man auf jeden Fall meiner Meinung nach etwas verbessern. Aber sonst ist es kein großer Ack. Aber könnte man auf jeden Fall machen. Oder so eine Hebebühne für innen drin, für die Rollstuhlfahrer hochzubekommen. So Leute, an diese letzte Szene hier will ich noch zeigen, ob diese Kürze hier auch drinnen barrierefrei ist. Da wurde schon mehrmals Kommentare gewünscht, dass ich auch mal drinnen ein Gebäude filmen soll. Das ist jetzt die erste Gelegenheit, weil die Kürze offen war. Wenn man hier runterschwenke tut, ist komplett barrierefrei, hier wenn man bei die Tür hingeht. Also für Rollstuhlfahrer sage ich mal optimal, auch für Frauen mit Kinderwagen ist das absolut optimal, top für die Kürze. Sage ich noch, könnt ihr gerne mal ein Video einen Daumen hoch geben und einen Kommentar über dieses tolle Video schreiben. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein!